Über mehr Züchter und mehr Ausstellungstiere freute sich erster Vorsitzender Rolf Püth bei der Eröffnung der Rassegeflügelschau am Wochenende 9.10. November im Dülmener Kolpinghaus. Also hier möchte ich erstmal sagen, ist so das Erntedankfest der Rassegeflügelzucht. Hier versuchen jedes Mitglied seine schönsten Tiere, die er das Jahr über gezogen hat, das sind also überwiegend Jungtiere, den Preisrichtern hinzustellen, um die bewerten zu lassen. Um festzustellen, sind wir vom Rassenstandard noch genau da gleich, sind die genau perfekt und kriegen dort dann eine Bewertung dafür. Wir machen das Ganze hier, um der Dülmener Bevölkerung und dem Umfeld zeigen zu können, dass Rassegeflügel noch da ist. Dass das Ei nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern dass Rassegeflügel was Schönes ist, was Nachhaltiges ist und dass man auch richtig Spaß an sowas haben kann. Zur Eröffnung der Schau hatten sich etliche Mitglieder sowie Besucher aus benachbarten Vereinen eingefunden. Zuvor wurden die erfolgreichen Züchter mit Pokalen ausgezeichnet. Dabei räumten die jugendlichen Züchterinnen und Züchter des Vereins gleich mehrere Preise ab. Also wir sind dadurch durch unseren Vater rangekommen. Er hat es zuerst ausgestellt und dann hatte er die Idee, dass wir dann auch Hühner bekommen. Also mein Vater hatte welche von der Ausstellung mitgebracht. Und dann war meine Schwester, hat dann auch gesagt, ich möchte aber auch. Und dann dadurch sind wir dann da dran gekommen. Wie viele Tiere habt ihr denn insgesamt? So 200 Hühner circa. Mhm. Und immer ein paar Küken dabei. Ja. Das sind deutsche Zwerghühner in Goldhassig. Und ja, das war unsere erste Rasse, die wir überhaupt hatten. Stellvertretender Bürgermeister Hugo Ruthmann eröffnete dann die Ausstellung für die Besucher. Ob Hühner, Enten, Gänse, Puten oder Tauben, mehr als 220 Tiere konnten angeschaut und bewundert werden. Die Züchter hatten sich bei der Auswahl der Ausstellungstiere wieder einmal selbst übertroffen und es den Zuchtrichtern schwer gemacht. Kriterien, also erstmal unterscheiden wir ja jetzt zwischen Groß- und Wassergeflügel. Da gehört auch noch Gänse, Enten, Truthühner dazu. Auch Perlhühner, dann haben wir Ziergeflügel, da ist dieses Jahr aus Platzgründen leider keine da. Da wären dann große Wachteln dabei. Jeder Kategorie gibt es Kriterien, das heißt, hier wird geguckt nach der Form. Wie ist diese Form? Bei den Seidenhühnern ist eine Würfelform verlangt. Da wird also jetzt geguckt, ist diese Brust tief genug? Ist sie hoch genug angesetzt? Ist der Schwanz hinten voll genug, dass es auch ganz viereckig wird? Dann wird nach dem Kopf geguckt, nach dem Schopf geguckt. Die Zehentrennung wird nachgeguckt. Also es wird sich schon eine Viertelstunde bis 20 Minuten pro Tier bei der Bewertung Zeit genommen. Vorsitzender Püth präsentierte bei einem Rundgang durch die Ausstellung gelungene Exemplare verschiedener Rassegeflügelarten. Im japanischen Königshaus nur aus Spaß an der Freude gehalten worden. Ein siamesisches Zwerchseidenhuhn. Es sieht jetzt ganz so aus, als würde es die Möwe machen wollen. Es liegt aber ein bisschen an der Aufregung. Sie hat nämlich auf der Ausstellung einen vorzüglich bekommen, ist also die höchste Bewertung gewesen. Die Züchter hoffen, viele Besucher in der Ausstellung begrüßen zu dürfen.